Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Willkommen bei The Hunter Call of the Wild. Ja, ich bin nicht alleine hier am Jagen, sondern... Alter, ich habe hier ein richtig nices Vieh im Visier. Wo? Das steht genau vor mir. Ach ja. Ja, das sieht ganz scheiße aus. Wie so ein Psycho, Alter, der im Zelt liegt und ein Fernglas am Stalken ist. Boah, vor allem guck mich einfach nur mal aus dem Fernglas an, zoom mal an mich ran. Und dann guck das mal an, wie ich jetzt das Fernglas in die Hand nehme. Ja. Wie so ein Psycho so. Du bist auch Yeah. pädophil, Alter. Ey, kennst du den schon? Treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Und was bestellt sich ein Hase in einer Wirtschaft? Jägerschnitzel. Ja, Leute, wir haben auch einiges an Gadgets dabei, zum Beispiel das hier. Das Ende. Ja, und damit können wir ein paar Viecher anlocken, ein paar wilde Viecher. Guck mal, der kommt Boah, schon. Batterie schwach, das sehe ich nicht. Alter, ich dachte, hier liegt eine Schlange. Schlange? Also, wir haben hier ein paar Gadgets, ein paar nette, hier so eine Tröte. Also, das ist, wenn ihr jeden Sonntagmorgen wach werdet, das ist euer Nachbar. Kein Hahn, sondern das ist euer Nachbar mit so einer Tröte. Um den Miller hier abzufacken, kann ich mir hier auch mal so eine Tröte kaufen. Eigentlich ja. So. Alter. War schnell eingepackt. Ist ein Wurfzelt. Alter, siehst du bekifft aus gerade. Oh. Aber ich sage dir, immer schön einen durchgezogen im Zelt da, Digga. Was ist los? So, auf geht's. Ja, das ist einmal die Map, kurz für euch zur Orientierung, Was relativ groß. brüllt denn da? Entschuldigung. Alter, wie groß ist diese Map eigentlich? Digga. Schon Die ist ja mega groß. Gut, dann würde ich Junge, mal sagen, das gehen wir ein Zeug, was ich bisschen. gesneeft habe, Digga, ich glaube, das ist nicht gut gewesen. Ich habe irgendwelche Paranoia. Erst höre ich ein Flugzeug, jetzt höre ich einen Hahn. Was hast du denn gesneeft? Wer hätte da ein Zelt, Alter? Hey, wo ist eigentlich mein Deo hin? Ich habe mein Deo gedroppt. Du hast dich gerade eben noch damit eingesprüht. Ja, so irgendwie weg. Ach, das ist eine Rehwild-Lockpfeife, okay. Diese hochqualitative Lockpfeife kann verwendet werden, um sowohl geile Girls, geile Böcke als auch Ricken anzulocken. Okay, nice. Dauer 90 Sekunden, Reichweite 200 Meter. Du geiler Bock, du. Du geiler Bock, du geile Ricke, du. Was jault denn hier so? Alter, was? Jetzt höre ich aber auch komische Geräusche. Okay, du hörst es auch wunderbar. Dann liegt es ja doch nicht nur an Was mir. ist das? Ich hab keine Ahnung. Hier paart sich doch was. Im nächsten Busch. Ein paar Jäger. So, hier haben wir auch noch was. Ach, guck mal hier. Darmhirsch. Gehend. Was muss man denn hier? Warte, komm, wir spannen mal ein bisschen. Was ist das denn hier? Können wir da was kaufen? Den Hochstand kannst du für 2900 kaufen. Boah, ist ja auch frech. Schlagen wir lieber unser Zelt auf. 2-1. Ja klar. Komm, Freddy, Bus bauen. Das gute Wurfzelt. Hey, wo sind die Viecher? Gehend. Wildschwein. Ne, echt? Boah, Wildschwein will ich. In diese Richtung? Wie soll das denn gehen? Da Ach, kommen wir da doch gerade oben. her. Hier oben irgendwo lang. Okay. Losung, sehr alt. Ey, Mann! Ah, hier, guck mal, hingeschissen. Sehr alt. Er ist alles sehr alt, ist doch scheiße. Ja, so sieht das auch aus. Ja. Kurz Finger reinstrecken, Probe nehmen. Hey, wer ist sie überhaupt, die ganze Zeit da schwätzt? Wildschwein. Gehend. Jetzt geht's da lang.
ist doch verwirrt, das Vieh. Boah, das wäre ein geiler Spot. Ja, die Losung ist sehr alt, ne? Also die sind schon ein bisschen weiter vorne. Ich seh's. Das Zwei Stück Wildschwein? Blauch. Zwei Stück. Nee. Oben den Hang hoch. Zeig sie mir. Ja, die sind jetzt hinter den Bäumen da oben, Alter. Aber ich hab sie gesehen. Ich Ich gaffe. hab sie gesehen. Welchen? Welchen Hang, Digga? Hier geradeaus, wo ich hoch hingucke. Siehst du das? Da oben! Da sind sie! Extrem leicht, Wildschwein, umherziehend. Guck mal, da steht es. Da! Schieß es weg! Da ist noch eins. Das ist ein ganzer Clan. Digga, das ist Clan-OP. Voll daneben gesenzt, ey. Wie sind die denn da hochgekommen? Geil. Sind immer schnell unterwegs, muss ich sagen. Also dafür, da ich die gerade erst gesehen habe, dass die dann geradeaus da erst hochgegangen sind und jetzt schon da oben waren. Traben sind die Viecher auch. Da ist eins direkt vor meiner Nase, Digga. Hier. Memo. Ja, wenn wir rennen, dann laufen wir auf, Hier! Memo. Ja, wir laufen Digga, doch jetzt hier. auf, weg, Das hängt Memo. fest. Schießt ruf. Wo hängt denn das fest? Was Der ist läuft eigentlich? doch da. Was ist das denn jetzt für eine Assi-Musik da draußen? Ah, das ist wieder mein Freund. Ist wieder Zeit. Aber schon, heute ist doch Freitag. Scheiße. Fuck, wo sind die hin, Mann? Ich muss mal meinen Weg mal von der Karte entfernen. Der fuckt mich ja voll ab. Das eine hat sich getrennt von denen, glaube ich, ne? Digga, ich hänge hier. Ich sehe es von hier aus. Oh ja, Baby. Echt? Gib's mir. Oh ja, bitte. Kommt nochmal. Der wackelt zu sehr wegen der scheiß Luft, der Wichser. Ich hab hier runtergefallen. Ich sehe es nicht mehr. Was ist das denn da jetzt? Aber ich brauche hier irgendeine Da rennt was Fertigkeit anderes. mal für mehr Lungenvolumen, Ein Alter. fetter Was ist das Hirsch. denn jetzt? Ah, der Mandeo. So, ich am Eine Stinken. Viech abgeschossen, jetzt kommt das nächste einfach da auf der Weide. Ist das so nur mal Was ist das eine. denn da? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Digga, was ist das denn? Wo? LOL. Das ist ja eine LOL. ganze Entenfamilie. LOL kann es nicht sein, das muss. Das für Enten. Boah, kann dieser Typ mal die Scheißluft anhalten? Da steht ein fetter Hirsch. Fliegen gerade Viecher hoch, aber ich sehe keinen Hirschlauch. Okay. Ist der down? Ich bezweifle es. Ich bin jetzt hier unten auf dem Feld. Da waren auch so ganz viele Gänse Aber oder so, ne? Da schreit er. da schreit was, der Hirsch, Rotwurf. ja. Warnruf. Der steht doch da, Digga, vor dir. Ich Guck sehe. mal, schießen ab! Ist er weggelaufen? Scheiße. Ja, deswegen, deswegen auch der Warnruf. Ja. Der trabt. Ja. Ich sehe ihn noch. Aber wenn die Steine jetzt gleich da weg sind, mein Freund. Ne? Habe ich noch erwischt? Den nicht mehr. Ich auch nicht. Hast du hingeschossen? Da lief doch nichts mehr. Weiß ich nicht, vielleicht trifft das ja irgendwie. Jetzt wird das auch hier markiert, ne? Ja, genau, jetzt ist hier doch Druckgebiet. Ja. Jetzt halten die sich hier nicht mehr auf, die Viecher. Haben wir noch was? Irgendwie hat das Wildschwein, was ich abgeschossen habe, irgendwie gar kein Blut verloren. Nicht? Nee. Boah, was war das denn? Rotfuchs! Ja! Ja. Boah, ich krieg sie richtig reingesenzt, ey. Wie so Druckgebiet und dann schreit da aus der Ecke so ein Rotfuchs. Was juckt das, glaube ich, nicht, ey. Was hat denn das Vieh? Viele Spuren sind denn hier?
Oh, ich habe es gefunden, mein Wildschwein ist kaputt. Echt, ist da unten? Oh, nice. Da ist der Hirsch wieder. Nicht kaputt. Nee, nee, der rennt da umher. Alter, Jetzt guck sehe mal, ich nicht Rotfuchs. mehr. Das ist ein Schlafgebiet hier für Rotfüchse hier. Lass mal da campen. Schlag mal dein Zelt auf. Echt denn hier? Ach, guck mal, Muskel, Lungenflügel rechts 100% erwischt. Nice. War gesessen, der Schuss, Digga. Hat Wildschwein verwertet. Nice. Schöne Sitzungspunkte, cool. So. Was sollen wir denn da noch immer umherrennen? Wo hast du den Hirsch eigentlich nochmal gefunden? Geradeaus weg. Achso. Ist dickicht. Die Sau. Was ist das denn? Ein Oh, Fuchs. Liga, guck dir das an, was da steht alles. Ligger? Was Liga, denn? Was ist denn Ligger? ich weiß es auch nicht. Schieß drauf. Wo? Wo markier? Ist markiert, Digga, 1, 2, 3, 4. Welche? Ich sehe es Fressend. nicht. Extrem Ich sehe es leicht. nicht. Wildschwein. Ich sehe es nicht. Was ist denn markiert? Komm hier hin zu mir. Die bleiben stehen, die stehen noch, die sind am Fressen. Das ist ein Fressgebiet. Skafft kurz. Das Wo eine guckst du gafft. hin? Digga, wo guckst du denn da hin? Geradeaus, Mann. Aus freiem Feld. Ach da! Da fressen die alle. Guck mal, was da los ist. Ich setz an. Ja, ich auch. Welches? Warte. Das links oder was? Ne, komm, Du links, beide. ich rechts. Ja, eins, zwei, drei. Das bewegt sich gar nicht Das damit, da bewegt bleibt sich einfach gar nur nicht. stehen. Was ist mit dem? Doch jetzt. Scheiße, Alter, diese Luft von diesem Wichser. Ey, der hat so eine Scheißluft. Jetzt ist er hinterm Baum. Ey! Vorsichtig. Wo ist das Vieh hin? Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht. Haben wir beide angekratzt? Ja, ne? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so weit weg war, dass es nur am Boden aufgeschlagen ist oder so eine Da oben Scheiße. stehen sie. Boah, aber jetzt durch die Blätter erwischen ist. Nee, ne? Ich glaube auch, da könnte wahrscheinlich noch irgendwo da hinten irgendwo so ein Baum noch dazwischen sein oder so eine Scheiße. Ja. Dann schlägt das da auch nicht ein. Oh, doch, das sehe ich aber von hier. Da, hau Jetzt ist weg. hinterm Baum. Ich glaube, ich habe es erwischt. Alter. Es hängt fest? Ah, ne. Okay. Was macht das Was da? macht das Was, da? Alter. Völlig verwirrt, ich glaube, ich habe den Kopf getroffen. Ja, ich glaube auch, irgend so eine Synapse durchschossen. Das müsste jetzt theoretisch ja jetzt hier irgendwo vor den Fußspuren irgendwo so Blutflatschen sein, oder nicht? Eigentlich ja. Ich meine, die hätten wir hier vorne alle erwischt. Ich sehe gar nichts davon. Trabend in die Richtung, okay. Okay, Genau bei da dem lang. anderen Wildschwein habe ich auch keine Blutspur gefunden und das lag trotzdem irgendwann kaputt da. Ich habe nur eine ekelhafte frische Losung gefunden. Vor Angst geschissen. Angstschiss. Ah doch, hier, Alter, dicke. Boah, fettes Blut. Oh ja. Tödlicher Treffer, sehr frisch. Oh, das war aber dann deiner. Nice. Oh, gut, ey. Okay, dann sind die hier in die Richtung, ne? Müsste doch dann hier irgendwo liegen. Da ist auch nochmal Blut. Ich glaube, das war dein Treffer hier. Oder? Blutungsgrad Mittel. Müsste ja dann gleich ausbluten. Welche Blutungsgrad Mittel? Ich habe ja noch was gefunden. Hier ist auch nochmal Blut. Ist auch nochmal Mittel. Ah, da merkt man schon, Alter, dass die. du hättest aber vielleicht dein tödliches Ding eigentlich noch mitverfolgen sollen, besser. Ja, ne? Hier ist Blutungsgrad Mittel. Hier ist nicht tödlicher Treffer, sehr frisch. Okay. Ist auch nochmal Mittel. Oh, ich sehe es. Ja, hier ist es kaputt. Nice. Korrekt.
habe ich denn? Muskel, Vorderlauf, Oberschenkelknochen, rechts, Lungenflügel, rechts. Alter. Mit einem Schuss? Ja, mit einem Schuss. Was ist das denn? Ein Fuchs. 187 Meter. Alter. Nicht schlecht. Moin, Meister. Nee, die Wildschweine geben richtig hart Geldbonus. Toll. Wo ist mein Vieh? Hier ist Blut. Bah! Schieß! Ja, wo bist du denn? So, was Fuchs. Ist das denn? Ja, meine ich ja. Hey, aber wo ist denn diese tödliche Spur hin von meinem Vieh? Das muss doch dann hier auch irgendwo liegen. Ich muss gerade nochmal die Spur verfolgen. Ja, ich laufe gerade auch nochmal hier runter, wo du es getroffen hast. Das müsste doch auch hier irgendwo rumliegen. Aber wo waren der Blutflatschen hier? Der war hier vorne, meine ich, oder? Oder ist der despawned? Ja, das kann ja nicht so schnell. Was ist denn jetzt los da hinten? Was ist das? Hey, hier ist echt kein Blutfleck mehr, ne? Losung? Kann ich mir auch nichts kaufen? Was hat da denn geschrien? Ein Rotfuchs. Wie schreien diese Füchse denn? Ekelhaft. Hä, wo ist diese scheiß Blutspur jetzt von dir? Boah, das weiß ich auch nicht, Digga. Guck mal hier irgendwie lang. Ich guck mal, ob hier irgendwo das Vieh liegt. Wildschwein trabend. Das liegt hier aber nicht. Ich meine, das war ja ein tödlicher Treff, das kann ja eigentlich nicht so weit sein. Ja, so weit eigentlich nicht, ne? Ach, halt die Schnips. Oder vielleicht, oder war das dein tödlicher Treffer? Nee, der war ja rechts. Ich habe das so rechts abgeschossen, nur so links geschossen. Okay. Und da, wo du gesagt hast, hier tödlicher Treffer, das war auf jeden Fall hier die eine Seite da. Ja. Von dir. Und das habe ich ja nicht abgeschossen. Ach so. Scheiße, hier ist... Hier ist wieder irgendwo so ein Helikopter oder so unterwegs. Aber was? Okay, hier ist auf jeden Fall Blut nochmal. Da liegt es. Hier liegt es. Hier ist es voll verendet. War geil. Axred, Alter, was ist denn mit dir, du kranker Typ? Ach, war das das andere Vieh? Ja. Aber da stand nicht tödlicher Treffer. 156 Meter. Darm, Hüfte, Kreuz, Steißbein, Muskel, Lendenwirbel, Darm, Hüfte. Was? Was ist mit einem Schuss? Ja, was ist mit dir? Also die voll krank. Die Mumpe mit der Durchschlagskraft, die bringt er, ey. Mhm. Aber die zimmert mehr rein als... Ja. Und das Ding ist ja, du kaufst einmal für hier so 500 Tacken dir so Munition für 10 Schuss und mit einem Schuss, wenn du so ein Wildschwein richtig triffst, Alter, so ein Wildschwein gibt über 700. Das geil. Sind quasi 200 Gewinn. Also, okay, eigentlich noch mehr Gewinn, weil du noch hast mehr. 10 Schuss verbraucht. Falsch gerechnet. Ja. Da unten sieht doch irgendwie kriminell aus. Was ist das denn da unten? Ach du Scheiße. So ein Fuchs würde ich ganz gerne mal umschießen. Okay, was ist das hier für ein Gebiet? Ich muss mich gleich nochmal neu einsprayen. Stimmt, ich auch. Ich stinke wieder, ey. Nach Mensch. Mensch. Hier ist nix. Das sieht ja aus wie Wildschweingebiete. Ja, wirklich. Ich sehe Spuren. Check. Einmal rechts und einmal links. Gehen wir auf das rechte. Oder ganz rechts sind auch noch Spuren. Rotfuchs, trabend.
Der ist hier irgendwo. Aber. Losung frisch, dann kann er nicht so weit sein. Das schreit zurück. Rundschrei Reh. Ja. Hat schon mal geklappt hier mit der Tröte. Brunftschrei, also von so einem Gequieker. Paarungswillig. Ja, das will ich. Billig und willig. Wo ist es denn? Das muss doch da unten geschrien haben. Oh. Wo ist mein Deo? Ich sehe noch nichts, Digga. Abfahrt. Kam auf jeden Fall von Warnruf-Reh. Ah, okay. Ah, da ist es, ich sehe es. Zwei Stück, genau geradeaus vor mir. Oh, guck das Scheiße da aus dem Busch, ey. Wo war das denn? Ist sie nicht da hüpfen? Nee. Achso, schade. Wie scheiße, da hast du aus dem Busch geguckt. Kennst du doch, wenn die Viecher doch irgendwas erahnen, dass sie mit dem Kopf mal so hochgehen, ne? Ja, ja. Boah, und genauso scheiße hast du aus diesen Büschen da raus, ey. Boah, dafür hat es halt auch so ein Ding verdient. Was schreit denn hier? Da hinten schreit es. Keine Organe getroffen. Wie? Da laber mich doch jetzt nicht an. Ey, Mann. Ich liebe es. Okay, haben wir Jagddruckgebiet, deswegen, okay. Blutungsgrad sehr gering. Gut, gut, gut. Hier runtergehen. Was ist das denn da alles? Was sind die Spuren? Okay. Oh, ist tot. Echt? Hast du erwischt? Krass. Jo. Hä, weißt du, keine Organe getroffen, Blutungsgrad sehr gering, das war tot. Krass. Durch Muskel-Schulterblatt links habe ich erwischt. Oh, nicht schlecht. Ja, nice. Weidmannsheil. Verstehe ich zwar nicht. Oh, okay. Blutungsgrad sehr gering. Ja, okay, ne, mit so einem kaputten Schulterblatt links. Scheiße, weiter zu laufen. Ja, absolut. Das schreit doch hinten wieder, aber das sehe ich doch. Denn da entdeckt? Das kümmert es gar nicht, ey. Boah, ich hab's erwischt. Du bist doch krank. Was hast du da jetzt alles weggeflankt? Das Reh. Also einmal habe ich es auf jeden Fall angekratzt. Das war mehr als ein Schuss. Ja gut, man muss auch ganz sicher gehen. Da steht es und gafft. Was? Wie steht und gafft? Das Vieh. Ah, guck mal, ich habe einen Schlafplatz für Hirsche entdeckt. Mal nach. Schlag doch mal dein Zelt da auf. Weißt du, Digga, das Motto ist doch auch ganz klar. Unser Motto ist doch ganz klar. Deswegen baller ich ja auch so wie so ein Verrückter.
Statistik ist doch ganz wichtig. Einmal nach links und einmal nach rechts geschossen. Auch wenn du vorbeischießt, ist das Ding im Durchschnitt tot. Fertig. Ja, klar. Das ist der normale Durchschnitt. Mal gucken, ob das hier irgendwo liegt. Ist auf jeden Fall Jagddruckgebiet. Vielleicht haben wir ja Glück. Wird dir das eigentlich ständig angezeigt, mir nicht? Jagddruckgebiet? Ja. Kannst du auch mit L1 auf dem Handy gucken, ob das dann so rosa-lila verfärbt ist. Ach so. Genau, das ist ein Jagddruckgebiet, ja. Ups. Ah, guck mal, hier Blut. Okay, was hat das denn hier? Hallo? Sehr niedrig. Red deer are magnificent. Die Quite Schnauze. vocal. Their senses aren't as good as the fallow deer's, but they're much bigger and tougher to down. Jo, ist auch So sehr they alt, sure Alter, use als an Maul. appropriate caliber weapon. Or just go for the heart. Was erzählt die denn? Alter, ist ja. Hier habe ich es nochmal erwischt, oder was? Sehr niedrig. Wo ist das denn langgerannt, verdammte Axt? Jetzt auch noch ein bisschen gesifft. Ja, frage ich mich von dem Fuchs, den ich hier verfolge, auch. Ich will so einen Rotfuchs jetzt abschießen, ey. Ich glaube, da ist mit einem Schuss ist da Feierabend, oder? Sollte, Eigentlich ja. ne? Oh ja, Baby. Hast du einen? Er ruft da hinten zumindest. Naja, und nochmal Warnruf. Ja. Immer schön dein Warnruf, mein Freund. Hilft ihm auch nicht. Gleich kommt mein Warnruf, aber nur einer. Und wie hört er sich an? Paff. Voll der Kranke, ey. Hey, hat's noch hingeschissen? Ich denke, das ist kaputt. Warum scheißt das denn noch? Wildschwein, Brunftschrei, warum will sich das denn jetzt paaren, Alter? Rotfuchs, hey, wo ist die Spur von Ich komme ja richtig nah. meinem Vieh hin? Hab ich das verloren? Laufend Rothirsch hier hin. Scheiß, wie eigentlich ständig so ein Warnruf, Alter. Da kann doch Ich gar habe nicht keine wissen, dass ich jetzt Ahnung. hier ankomme. Die Richtung ist das gerannt. Losung sehr alt, das kann doch gar nicht sein. Das Vieh ist direkt fast vor mir mit dem Gebrülle da, ey. Guck mal, hier ist es lang, oder was? Ich bin ja an so einem See jetzt, oder was? Das ist wahrscheinlich so eine Wasserstelle für die Kackviecher. Wo ist mein Scheißvieh hin? Rotfuchs. Retrabend. Scheiß auf Fuchs. Das Also hier? brauchst du nicht jede Spur doch anzugucken. Wenn du einmal doch so eine Spur hast, dann brauchst du nur diesen blauen ja zu folgen. Den blauen? Ja. Hatte ich eigentlich gemacht, nur irgendwie habe ich die Spur verloren, tatsächlich. Oder ist es hier? Ja, wenn das irgendwo in eine Richtung geht, würde ich einfach mal so ein bisschen immer weiterlaufen und da mal gucken, ob noch was kommt. Weil eigentlich können wir den Spuren. Das ist vom Fuchs, das will ich nicht. Das Vieh ist. Bisschen im Wasser laufen, ist aber ein bisschen laufen, muss ich sagen. Das Vieh ist doch hier lang gerannt, oder? Digga, was ist denn hier los? Spuren ohne Ende am Wasser, hier kommen so alles zum Trinken hin. Wildschwein, ne, das war's auch nicht. Wildschwein, Alter. Ich scheiß auf den Wildschwein. Was ist das denn da hinten? Ist durchs Wasser gelaufen, die Sau. Das ist nix. Abdruck unterhalb der Oberfläche. Kanadangs! Was? Fressend, boah, na warte, Kanadagans, ey. Was? Ne Kanadagans. Als wenn hier so eine Gans jetzt ist. Ja, pass mal auf. Eine Kanada-Gans, eine schöne fette. Oh, das wird jetzt halt abfallen, das ist Viech jetzt. Alter, schalt das bisschen, Digga, was machst du da? Nicht getroffen.
Wildschwein, Warnruf. Ja. Komisch. Komisch, ja. Scheiße, nervt mich gerade. Wo ist denn dieses Reh hin, was ich da eben angekratzt habe? Das ist doch hier die Spur, oder nicht? Doch, da, ja, genau, da. Da, Blut. So. Spur untersuchen. Ja, wo läuft dieser scheiß Fuchs denn hier lang? So, da ist das Blut. Dann ist das hier lang. Und hier ist nochmal Blut. Losung, sehr frisch. Das muss doch gleich hier irgendwo sein, das Scheißvieh. Guck mal, hier ist nochmal geblutet. So, hier hat es nochmal abgesifft. Reicht das, wenn ich die Blutspur einmal untersuche? Zeigt er mir dann die ganze Zeit den Weg, oder was? Na, eigentlich schon, ja. Okay, nice. Ach, hier lang. Du kannst immer wieder so ein bisschen reingucken, aber... Hier lang ist es gerannt, oder was? Ne, das ist... Und eine weiße Spur ist eine andere, ne? Ja. Ah, check. Muss den leuchtenden blauen folgen. Ja, okay, dann hat es hier noch das letzte Mal einmal hier hingeschissen und dann ist Ende. Boah, dann, ne? Ja. Ach hier, guck mal, hier ist es. Aha, da ist die Spur. Okay, hatte ich eben nicht gefunden, check. Ja, ich finde diesen Hurenfuchs nicht. Jetzt da nochmal hingeschissen. Und jetzt? Ist die Spur wieder weg, oder was? Ah, doch da. Hä, wo rennt denn das Scheißvieh hin? Ah, ne, Brummschrei vom Reh. Hey, Mann! Hey, wie kann das Vieh denn so viel noch kacken? Obwohl ich es angekratzt habe. Boah, Junge, du meinst, was du da im Darm ausgelöst hast? Bah! Losung, gerade eben. Warte. Hier lang? Ja, das ist es noch tatsächlich, der Rothirsch. Gibt's ja gar nicht. Zieht denn der an hier? Trabend, was soll man mit trabend denn sagen? Okay, hier durch, okay. Bin ich auch noch dabei. Hier hat es nochmal hingeschissen, das 10. Millionenste also. Mal. Jetzt mal ohne Witz, wenn da steht Losung gerade eben, wie kann es denn dann sein, dass hier immer noch 100 Meter weiter mal weiter Fußspuren sind? Warnruf von dem Hirsch, ach fuck mich doch nicht ab. Hey, wie weit ist das Vieh denn gerannt? Kann ich es ja gar nicht so krass angekratzt haben. Hier? Da ruft wieder irgendeine Sau. Ja, Warnruf Reh. Also ja, scheiß auf das. Hier hat's schon wieder hingeschissen. Hier hat's wieder gekackt. Alter, was ist mit dem Viech? Das hat doch Dünnschiss. Geil. Ja, wie weit... Ist das Arschloch eingeschossen? Ich glaube, ja. Abführmittel. Oh, hier sind aber ein paar lang gesprintet. Leck mich am Arsch. Es ist hier schon wieder kacke. Pass auf, steht da wahrscheinlich wieder gerade eben, oder? Gerade eben. Ey, Digga! Ich bin von der anderen Losung, die gerade eben war, 200 Meter gelaufen. Wo ist das? Kann nicht sein. Ist der da unten? Nee, ist Wasser. Der hin, Mann? Losung gerade eben, Alter, wenn ich noch einmal gerade eben lese, ne? Okay, jetzt ist das Vieh irgendwie wieder weg. Also die Spur, nicht das Vieh. Gibt's auch gar nicht, ey. Hä? Ja, die Losung war jetzt auch das letzte. Jetzt, ich sehe die Spur nicht mehr. Lass mich verarschen. Das ist echt weg. Spur ist weg, ja.
Das ist ja heute nicht so gut gelaufen. Ja. Da schreit wieder irgendeins. Brummschrei, das will sich paaren. Was ist ein Brummschrei? Ich habe einen Warnruf. Ich habe einen Brummschrei. Einen geilen. Okay, keine Ahnung, wo das Vieh hin ist. Ich knall jetzt auch wieder hier in Reh, Alter. Scheiß auf den Fuchs. Wird es ja irgendwie dunkler? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Irgendwie schon. Ich glaube, sowas wie eine Lampe habe ich gar nicht. Ja, doch, du musst den rechten Stick drücken. Ah, nice. Na gut, dann sehe ich auch die Viecher. Okay, nice, nice. Tja, habe ich verloren die Spur. Ich dachte, das wird ja eigentlich liegen. Scheiße. Ich würde mal sagen, dann in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir weiterkommen. Das angeschossene Dünnschissreh finden. Und dann hoffen wir mal, da unten schreit das doch. Dass die Aggressionen dann ein bisschen nachlassen. Kuckuck, Kuckuck, SOS. SOS.